Hallo und herzlich willkommen zum PCM 2029. Passt nicht ganz. Kein weiteres Video mit den Major Push Podcast, sondern heute geht darum, wie editiere ich oder erstelle ich meine eigene Database in im Spiel in Fall Pro Cycling Manager. Und man kennt es auf Steam und da siehst du irgendwelche coolen Sachen, die da irgendwelche was rein editiert haben, also irgendwelche Fahrer, dann gibt es da Datenbanken von 2006 gibt es ja alles mögliche, es gibt Cross-Datenbanken, es gibt Datenbanken von einem Jahr vorher, nachher dann auch, also von 2018 gibt es irgendwann auch Datenbanken von 2022, oder es gibt schon welche, natürlich gibt es schon welche, ich bin ja nicht blöd. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man braucht da keine großen, hier für 2022, keine großen technischen Skills oder irgendwelche Programmierfähigkeiten. Es ist einfach, du gehst erstmal auf deinen Dokumente, auf deinen Speicherort. Und ich habe das hier schon mal vorbereitet, aber wir machen das jetzt alles mal Schritt für Schritt. Du gehst auf dieser PC. Dort siehst du dann deine Geräte und Laufwerke. Und dann musst du schauen, wo ist das denn gespeichert? Meine ganzen Steam-Spiele. Das kann natürlich eine externe Festplatte sein, das kann eine SATA sein, aber meistens noch dann bei der SSD-Festplatte. C. Du klickst drauf und jetzt klicken wir so immer mal zwischendurch durch diese ganzen Dateien und Ordner, Programme. Programme, Klammer auf, x89. Dann gehen wir auf Steam. Steam Apps Workshop Content. Nun hast du hier deine Steam Spiele aufgelistet. Ich habe mal ein paar entfernt, um das ein bisschen einfacher zu gestalten. Du kannst Seitenlink hier auf den Steam, auf der Steam Seite des Spiels. Ich bin jetzt gerade hier auf der Steam Seite des Spiels. Seitenlink kopieren, weil die meisten Steam Spiele haben nur so eine Zahl als Markierung. Das kannst du bei durchsuchen, einfügen. Gerade mal mit Steuerung V. Klicken wir mal hier durch und dann siehst du hier da dein das Spiel. Dann klickst du auf den genannten Ordner und dann siehst du wieder, hast du wieder zwei verschiedene Datenbanken oder mehrere. Wichtig, das ist jetzt nicht Default, das sind wirklich Datenbanken, die du vorher runtergeladen hast. Aber ich kenne keine, der jetzt wirklich Default spielt. Jetzt weißt du nicht, welche ist. Oder man kann es schon wissen. Man kann es auch mit rauskopieren, wieder Seitenlink. Aber was einfach ist, du schaust dir einfach das Foto an. Also gehst auf eins der Datenbanken und dann auf Preview. Hier, okay, dann siehst du, das ist die PCM World 2021. Dann wird das hier die PCM World 2022 sein. Genau, wunderbar. Wenn man weiß, was das ist und was du halt bearbeiten willst. Dann gehst du wieder hier hin und jetzt suchst du halt die Datenbank aus, die du bearbeiten willst. Das heißt, entweder die oder kann auch welche sein. Und diese kopierst du dann. Linksklick drauf, was sage ich, rechtsklick drauf und einfach auf kopieren wichtig, was ein Fehler ist, wenn du die Datei öffnest und die dann alle so markierst und dann kopierst. Das darfst du nicht machen, weil das dann später in dem neuen Speicherort alles einzeln reinkopiert wird. Also das ist wirklich rechtsklick und kopieren. Es geht natürlich auch Steuerung C. Okay, was machst du jetzt? Du gehst auf dieser PC, hier auf System und suchst jetzt hier oben in der Systemleitung. Erstmal so hier auf der Systemleistung. Prozent App Data Prozent. Suchst du dann und dann siehst du hier Pro Cycling Manager 2021, klickst du wieder drauf. Und dann auf Mod. Hier hast du deine ganzen Mods für jegliche Spiele im Pro Cycling Manager 21. Und jetzt kannst du mit Steuerung V eine neue
einfügen. Das kann ein bisschen dauern, das kann ein bisschen dauern. Ich mach's jetzt mal nicht. Ist mir zu blöd. Ich baue den Speicherplatz, Jungs. So, dann öffnest du die. Die kannst du erstmal umbenennen. Ich würde die erstmal umbenennen. Wie soll deine neue Mod heißen? Einfach umbenennen, dann kannst du da irgendwas hinschreien, wie du lecker lustig bist, ne? Dann öffnest du, das ist ganz wichtig, dass du die öffnest. Ja, stimmt, die habe ich mal gelöscht. Was habe ich noch hier, da, ne? Und hier ist ein großer Unterschied im Vergleich zu dem hier. Und zwar ist hier dieses Mod, dieses XML-Dokument. Das musst du ganz, ganz dringend löschen. Einfach linksklicken und löschen. Jetzt kann ich es nicht, dann werden wir rauskopieren und dann, also löschen, nicht bei der Originaldatei, sondern in der neuen Datei, die du rauskopiert hast. Also an der, die dann, jetzt ist es wieder weg, alles klar. Ich kann es jetzt halt schlecht vorzeigen, da ich mir das jetzt nicht runtergeladen habe. Aber Data. Wunderbar, einmal schön gesucht. Da, wunderbar. Aber die musst du löschen. Also wirklich bei der Mod, die du dir rauskopiert hast. Also die jetzt hier bei dem Procycle Manager ist bei dieser App Data. Dass dieses Dokument verhindert, dass die Originaldateien überschrieben werden. Die kannst du dann später natürlich löschen, wenn du sie nicht machen willst, aber überschrieben ist schlecht. Okay, du hast es runtergeladen, dann öffnest du einfach einen Browser und gehst auf davidthepult.com oder kannst auch PCM-Tool eingehen, da kommst du auf dieselbe Seite. Mr.tool.com kommst du hoch. Fuck. Ja, ist wohl ein kleiner Fehler. So, du gehst auf deinen Browser und machst Folgendes. Du kannst auf davidthepult.com, einem wirklich sehr guter Aktiver, der das alles ist, ist ein super Typ. Du kannst auf hier davidthepult.com gehen oder auf pcmtools.com. Dann kommst du auf dieselbe Seite. Das ist kein Problem. Ich pack den Link in die Beschreibung. So. Ist egal, ich kann einfach eins löschen. So, und dann lädst du dir PCMDBE, also DB Database Edit herunterladen. Was man vor allem noch hiermit machen kann, und ist dann nochmal ein anderes Video. So, lädst du hier herunter, öffnet sich hier einfach wieder hinunter. Das sollte jetzt eine ZIP-Datei sein. Dieser einfach dann, kannst du hier bei deinen Dateien auf Downloads und entziepen, das wäre ganz schön. Extract, genau. Extract, ich mach's einfach mal. Genau, da hast du das hier, ne? Dateienordner, und dann hast du das hier alles. Ich lösche das mal, ich habe mir das ja schon runtergeladen, dann brauche ich das nicht noch einmal. Okay, was machst du dann? Du öffnest dieses. Hier, du öffnest also den Ordner PCMDB-Edit und öffnest dann PCMDB by Davy. Einfach öffnen, ist ganz normale Anwendung. Wenn da irgendwas steht, kann ich vertraut werden? Nein, es ist diese Seite, es ist vertrauenswürdig. Erlauben, einfach erlauben, dann passt das schon. Dann, so, du klickst auf File, Open Database. Und dann halt wieder suchen, welche Database willst du öffnen. Das ist schon eine normale editierte. Ich habe jetzt einfach hier schon mal eine editierte VIA. Es ist einfach eine Databank. Es gibt diese WorldDB 2022, irgendwas heute los, von Benji Nasen. Und ich mache da immer noch mal ein paar Werteveränderungen, die nenne ich dann halt irgendwie so. Du klickst auf Official Release. Wunderbar. Und dann, das kann ein bisschen laden, ist nicht schlimm. Hat einfach mit eurem PC zu tun. Ich habe nicht den allzu besten EC, das dauert dann ein paar Sekündchen mal etwas länger. So,
So, da haben wir es schon. Also das, du kannst hier wirklich einiges auswählen. So. Ah, hier. Du kannst ja wirklich ja einiges auswählen. Du kann man sich ewig mit beschäftigen. Da kann man sich ewig mit beschäftigen. Am meisten ist doch dann hier die Zeitliste. Hier hast du alle, wirklich alle Fahrer aufgewertet im Spiel. Und hier oben sind jeweils, die, zum Beispiel hier sind die ganzen Werte. Da hast du hier Nation. Nation ist halt ein bisschen tricky mit den Nationen. Da die Nationen ebenfalls alles nur, oder Regionen und Team, alles nur nach Teams geordnet sind. Aber ja, das soll daran nicht einen hindern. So, und was machst du dann? Kannst du, wenn du im Namen ändern willst, einfach drauf tippen und kannst sie hier bearbeiten, ne? So ist so. Also ganz, ganz, ganz normal. Du kannst hier auch, kannst ja wirklich alles, kannst ja auch die Coaches bearbeiten. Kannst auch teilweise die News noch mit beeinflussen. Also es geht schon wirklich immens viel. Am meisten geht natürlich mit, hier kannst du Sponsor mit den Fahrern. Was du, glaube ich, nicht kannst, ist wirklich Trikots, oder das kann man, glaube ich, sogar auch. Dafür gibt es aber deutlich bessere, nochmal deutlich bessere Wege und auch Etappen, und hier kann man kann auch Etappen Man kann Etappen bearbeiten, aber ich glaube, es gibt bessere Wege. Wenn ihr Lust darauf habt, dazu sehen, dann gibt es mir noch mal ein extra Video und zum Beispiel noch mal ein paar Tipps. Wenn zum Beispiel bei einem Fahrer die Region einen neuen Fahrer erstellen willst, weißt du nicht mehr, was ist Deutschland für eine Region, oder dann gehst du hier unten einfach auf Regionen und dann hast du die hier aufgelistet. Und dann kannst du einfach hier nach suchen, und dann wunderbar. Ja, dann, wenn du fertig bist mit deinem Speichern, also immer speichern, dann auf Save Database, wird's gedacht, und dann einfach, nennst du es selbst, wieder Official Release speichern, und dann, ja, ist bereit vorhanden, ersetzen, ja. Dann speichert's die. Wunderbar, und dann kannst du wieder auf PCM gehen, aktualisieren. Und genau, jetzt haben wir wieder das hier. Ja, komm. Unnötig, unnötig, das lösche ich wieder. Und kannst dann hier deine neue Database bespielen. Genau. Also wie gesagt, sehr einfach. Link zu der Website zum Downloaden packe ich euch in die Beschreibung, wenn ihr nochmal Etappen oder Trikots editieren. Das können wir machen, wenn ihr Lust auf nochmal ein weiteres Video habt. Noch was, irgendwas, was ich erwähnen wollte? Nee, ich glaube an sich nicht. Okay, alles gut. Und ja, nochmal solch eine kleine Zusammenfassung machen. Okay. Ihr schaut, was die richtigen Dateien sind, kopiert die, ganz wichtig, löscht Mod, den Ordner Mod, das XML-Dokument, bei der rauskopierten, also bei der neuen Datei, nicht bei der alten. Geht dann auf ptmdb.edit bei Davy, öffnet die Datenbank wieder mit Official Release, dann bearbeitet ihr das, dann auf Speichern nicht vergessen, und dann Spaß haben und losspielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es war hilfreich. Wir sehen uns nächstes Video sehen wir uns wieder, hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao.